Meine Gastfamilie war mega toll. Es war wirklich die beste Gastfamilie, die ich mir wünschen konnte. IFS Educational Travel. Hallo, ich bin Isabella, ich bin 17 und ich bin mit IFS in Kanada und habe dort eine Highschool in Ontario besucht. Ich bin ins Ausland gegangen, weil ich mega gerne über andere Kulturen lehre und ich reise auch sehr gerne. Und als ich dann ins Gimmi gekommen bin und erfahren habe, dass man ins Ausland gehen kann, in die Schule, habe ich das eine mega tolle Möglichkeit gefunden und habe das dann auch gemerkt, nach ein bisschen Recherche, dass auch das das Richtige für mich wäre. Kanada war für mich einfach schon immer ein mega schönes und spannendes Land und ich habe auch schon vieles über Kanada gehört und habe gedacht, doch, das ist jetzt ein Land, das für mich passen würde. Ich bin in Ontario, in einer Stadt, sie heißt Rockland und sie ist im Nordosten von Ontario, ziemlich in der Grenze zu Quebec. Meine Gastfamilie war mega toll. Es war wirklich die beste Gastfamilie, die ich mir wünschen konnte. Ich habe bei einer alleinerziehenden Mutter gewohnt und sie hat 2 Kinder. Ein Bub, der ist gleich alt wie ich und das Mädchen, sie ist 13. Und ich habe noch eine Gastschwester aus Chile. Wir sind beide auch gleich alt. Und wir hatten zu Hause 3 Katzen, 2 Biblis und ein Männchen und einen Hund. Und mit ihnen zu leben war wirklich die beste Erfahrung und wir haben es alle mega gut gehabt. Wir haben allgemein als Familie viel unternommen und es war mega cool. Die Schule in Rockland ist sehr anders als in der Schweiz. Und ich würde das auch behaupten, dass das für ganz Kanada gilt. Es ist schon eher leichter. Dort in der Schule habe ich die Fächer Englisch, Deutsch, Recht und ein Fach, das heisst Interdisciplinary Studies. Dort tut man eigentlich alles für die Schule organisieren, Events planen und sie dann auch selber durchführen. Und man lernt auch dort, wie man ein guter Leader sein. Die Schule hat Sportmöglichkeiten, aber die variieren von Saison. Also für das halbe Jahr, was ich dort hatte, hat für Mädchen Fußball und Volleyball und Track gehabt. Track ist halt Rennen. Und dass ich halt dann trotzdem in dem halben Jahr noch ein bisschen Sport gemacht habe, bin ich dort ins Gym gegangen. Das war nämlich 5 Minuten von meiner Schule entfernt und ich bin auch dort mit meiner Gastschwester aus Chile gegangen. Und dann mit ein paar Kollegen sind wir immer wieder nach der Schule oder am Abend oder am Wochenende dort hergegangen. Und wir haben dann nicht nur Sport gemacht, wir haben viel geredet und es war allgemein eine Zeit, wo wir sich mit den anderen Leuten austauschen konnten. Zusätzlich zu dem bin ich noch 2 Mal in der Woche ins Tanzunterricht gegangen, ins Ballett. Und das war auch mega cool, weil alle Mädchen dort sind von einer anderen Schule, von einer französisch sprechenden Schule. Und darum konnte ich noch andere Leute kennenlernen und auch ein bisschen mein Französisch üben. Kulturelle Unterschiede hat es eigentlich schon noch viele gehabt. Zum Beispiel das Essen. Das Essen war für mich etwas sehr Grosses, was am Anfang noch ein bisschen Zeit gebraucht hat, bis ich mich daran gewöhnt habe. Sie essen viel früher. Also meine Gastfamilie und auch alle anderen Gastfamilien haben am 5 oder halb 6 Uhr zur Nacht gegessen. Und am Anfang war das mega komisch, weil dann habe ich auch sehr schnell wieder Hunger gehabt. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich daran. Ich würde sagen, die Leute sind auch sehr offen. Die Schweizer sind zwar sehr nett, auch auf der Straße, aber die Kanadier sind schon, so wie alle sagen, sehr offen. Und die Schule ist halt auch einfacher, was dazu führt, also ich hatte fast nie Hausaufgaben und man hat auch sehr wenige Tests, wenn man halt auch nur 4 Fächer hat. Und darum haben die Leute sehr vieles unternommen am Nachmittag und man hat eigentlich sehr vieles gemacht im Vergleich zu den Schweizern, die sehr viel arbeitsfokussiert sind, würde ich sagen. Und das sind so die Sachen, die im ersten Blick sehr auffallen. Was man so ein bisschen mitnehmen muss, dass der Austausch auch gut wird, ist, man muss ein bisschen offen sein, weil es wird nicht immer so sein, wie man sich vorgestellt hat und es gibt ein paar Schwierigkeiten und manchmal ist es nicht so, wie man es will. Aber man muss offen sein, weil am Schluss ist es gut, wenn man es selber gut macht. Also allein ist man eigentlich nie, es kommen immer Leute auf einem zu, aber man soll auch ein bisschen Initiativen nehmen und selber Sachen machen, die man sich jetzt nicht würde denken, man macht sie allein oder dass man Leute anspricht. Das Highlight von meiner Zeit in Kanada, würde ich sagen, war Weihnachten. Das ist nämlich für mich allgemein eine mega schöne Zeit. Und dort war auch die ganze Familie zusammen. Meine Gastfamilie, die Eltern von meiner Gastmutter und ihre Geschwister. Und wir waren alle zusammen und ich habe mich auch gefühlt, als wäre ich in der Familie. Und wir haben eine mega schöne Zeit alle miteinander gehabt. Ich hatte gar kein Heimweh gehabt. Und ich glaube, es ist, weil ich immer von mega tollen Leuten umrandet war und meine Gastfamilie, mit denen habe ich sehr vieles gemacht. Und Heimweh ist dann erst für mich an Weihnachten gekommen, weil man ist halt nicht mit der Familie. Aber auch das war nicht für so lange. Für mich war es auch mega schwierig, all den Leuten in Kanada Tschüss zu sagen, weil man weiss nicht, wenn man sich wieder sieht. Und man weiss, man kommt nie wieder genau das gleiche Leben wieder zurück. IFS Educational Travel.